Fans sind eben zufrieden, weil der Patrick Künge hat die Abfahrt von Samstag gewonnen, als erst ins Ziel angekommen. Et c'est vrai que Patrick Künge eh bien a remporté cette descente de Wengen. Super schönes Spektakel heute. Ein Schweizer hat gewonnen. Wie ist das Gefühl so für euch als Fan? Super, tipptopp. Abfahrt gesehen? Ja, sicher. Okay, tolle Stimme gemacht. Bist du zufrieden, dass der Schweizer gewonnen hat? Du bist gerade der Richtige. Meinst du, dass du die Schuld bist, dass der Kühn gewonnen hat? Nein, nicht direkt. Nicht direkt? Ja, dafür hast du ein richtiges Tattoo gemacht? Ja, mal. Okay, super. Dann sehen wir, also alles wie abgemacht. Patrick Kühn hat gewonnen und sein Name ist eben so schön auf den Gesichtern zu sehen. Hier haben wir Damen, die sicher nicht scheuch ist. Ist das gut für Dore? Ist schön warm heute? Ja, sehr, ja. Okay, und noch ein bisschen wärmer, wenn Patrick Kühn gewonnen hat. Ja, genau. Bist du für ihn gewesen? Ja, für die Schweiz, ja. Für die Schweiz, hä? Okay, also mehr Glück gehabt. Ein Schweizer gewonnen, super. Also ich habe das Gefühl, dass gewisse Fans heimgehen am Sonntag ohne Stimme. Haben die ganze Zeit ein bisschen gestrauen und gemacht? Ja, wir haben heute den ganzen Tag mitgefanet und so. Ja, super. Wann war der schönste Moment für dich? Wo der König ins Ziel kam und das Nummer 1 gestanden ist. Alles gegeben? Ja, es ist grandios. Super, grandios ist es. C'était grandios. Patrick König en Suisse qui remporte cette course mythique des Lauberhorn Rennen. Effectivement, elles l'ont confirmé. Tun wir noch ein bisschen feiern, sind wir ein bisschen müde. Hey, in Französisch, das ist am besten. Pas de problème, on est fatigué, on a fait la fête. Ah, pas mal, mais ça a bien, super week-end, vraiment top. Hein. Content du résultat, un ouais, Suisse. Tip top, c'est vraiment la classe. Patrick Kung ce soir, tip top, on réjouit de le voir sur le podium. Vous êtes venu pour lui? Non, pas que pour lui, mais surtout pour l'ambiance, puis la descente. Ok, ein Moment, Leute, die bestätigen, sie kommen nicht unbedingt alle für die Rennfahrer zu schauen, aber für die ganze gute Stimmung hier im Lauberhorn-Rennen. Fans müssen nicht nur eine gute Stimme haben, sondern auch Trompete können spielen. Ja klar. Darf man ein wenig ein Beispiel haben? Bitte schön. Also einfacher Ton. Jawohl. Also, ich habe das Gefühl, auch hier haben sie auch von singen und machen. Habt ihr noch Stimme? Ja, sicher! Also, zeige noch mal! Du bist ein Schweizer Fan? Ja. Das sehen wir, hä? Patrick Kühn! Du heisst Patrick Kühn? Nein, der Patrick Kühn ist der Lauberhorn-Abfahrt-Tiger. Das ist ganz genau eine sehr gute Zusammenfassung von Lauberhorn-Rennen-Abfahrt. Jawohl, wir bestätigen es. Der Best! Wer hat gewonnen? Der Best! Patrick Kühn! Sag's wieder einmal! Nochmal! Patrick Kühn! Hey, Patrick, was ist? Gratuliere für Sieg hier im Lauberhorn-Rennen-Abfahrt. C'est vrai qu'une victoire suisse magnifique. Wir sind ein paar Fans fragen, also, was sie meinen von deinen super Leistungen. Und die sind alle top begeistert. Wie bist du mit deinen Leistungen begeistert? Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden. Es war ein super Tag für mich. Ja, das ist das beste Rennen als Schweizer, das man gewinnen kann vor so einem Publikum. So vielen Leuten. Das ist einfach genial. Und, ja, ich werde den Tag heute noch voll geniessen und das ist wirklich ein super Job von allen, die da beteiligt sind. Tausende von Fans sind da. Wie wichtig sind die Fans für dich, wenn du in so einer Abfahrt bist? Ist das ein Teil des ganzen Resultats? Ja, Sport natürlich auch. Auf der Fahrt selber kommt man es nicht gross mit, aber im Ziel und am Start heute war es extrem. Am Start hatte es extrem viele Leute gehabt und es war extrem laut. Und ja, das ehrt mich natürlich mega, heute auf dem ersten Platz zu stehen. Letzte Frage, Ausblick Sochi. Ja, wenn es so weitergeht, kommt es gut. Kann man sagen, hey, super. Mach's gut, heute noch. Merci. Patrick Kühn! Es ist ja bestens bekannt, dass am Samstag während der Abfahrt gibt es sehr, sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die vorbeikommen und auch eben Fans. Und als Schluss von unserer heutigen Fan-TV-Sendung werden wir gerne ein paar Impressionen zeigen. Hey, mach's gut. Bis bald. Sunny.
set of life.